Das ist der Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 30. August, präsentiert von die BePro, die Lösung für Bestand und Provision. Krankenkassen. Beitragserhöhung lässt Wechselbereitschaft anwachsen. Erhöhen gesetzliche Krankenkassen den Beitrag, wollen fast 60% der gesetzlich Versicherten den Anbieter wechseln, 45% zu einer anderen GKV und weitere 14% in die private Krankenversicherung. Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative Studie Beitragserhöhung und Wechselbereitschaft in der gesetzlichen Krankenkasse 2022 der Managementberatung Horvat. Airbnb und Generali starten Reiseversicherung. US-Kunden der Unterkunftsplattform Airbnb können bei der Buchung einer Wohnung oder eines Hauses jetzt auch direkt eine Reiseversicherung von Generali abschließen. Das Angebot soll demnächst auch in Großbritannien, Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern starten. Risikoträger in Europa über die Generali-Tochter Europe Assistance. Die Deckung umfasst Reiserücktritt, Reisekranken- und Gepäckversicherung und greift auch bei Verspätung von mindestens 12 Stunden, berichtet Versicherungsmonitor. Gotha unterzeichnet Klimaerklärung. Der Kölner Versicherer Gotha unterzeichnet als eines der ersten Unternehmen die Klimaerklärung Köln, die von den Scientists for Future ins Leben gerufen wurde. Ziel der Initiative ist es, bis 2035 ein klimaneutrales Köln zu erreichen. Klimazuschlag für die Autoversicherung. Nur 10% der Kfz-Versicherten würden einen Klimazuschlag von bis zu 50 Euro bezahlen wollen, 2% einen Zuschlag von mehr als 50 Euro. 74% gaben an, dass sie sich um diese Angelegenheit lieber selbst kümmerten. 14% sagten, die Idee ist unsinnig, CO2-Ausstoß kann man gar nicht kompensieren. Das hat eine aktuelle Umfrage der Sparkassen-Direktversicherung ergeben. Südvers bekommt neuen Fachbereichsleiter. Der international tätige Versicherungs- und Risikoexperte Südvers holt mit Thomas Linger einen neuen Fachbereichsleiter Transport an Bord. Der gelernte Versicherungskaufmann kommt von der Oskar Schnuck GmbH und Co. KG. Dort war er als Fachexperte Transport, Verkehrshaftung tätig. Prisma Life verstärkt Führungsteam. Ab dem 1. September wird Alessandro Tulli die Geschäftsleitung der Prisma Life AG als Chief Innovation Officer verstärken. Der gebürtige Italiener war zuletzt als Managing Director bei der Lifeberg-Gruppe tätig. Zuvor war Tulli 12 Jahre bei der Swiss Life International. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 30. August, präsentiert von die BePro, die Lösung für Bestand und Provision.